Wilhelm Conrad Röntgen, Teil 2, die Strahlen und ihre Auswirkungen, Deutschland, Geniesforscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Liebe Interessierte und Freunde, dieses Kapitel zeigt den zweiten Teil des Vortrages über Wilhelm Conrad Röntgen mit der Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen und deren Auswirkungen. Zur Biografie verweise ich auf den ersten Teil. Hier sehen Sie auch die übrigen Vorträge in alphabetischer Übersicht. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wilhelm Conrad Röntgen, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Wilhelm Conrad Röntgen veröffentlichte insgesamt 60 wissenschaftliche Arbeiten. Er beschäftigte sich mit Thermodynamik und Elektrodynamik, sowie besonders gerne mit der ästhetisch schönen Kristallphysik. Hier im Bild nebenbei die weltweit größten Exemplare von Kristallen in Mexiko. 1876 erzielte Röntgen in Straßburg einen vielbeachteten Durchbruch bei der Erforschung der Polarisation des Lichtes in Gasen. Nun zu der entscheidenden Entdeckung. 1895 experimentierte Konrad Röntgen mit Untersuchungen zu Kathodenstrahlen in Vakuumröhren, wie sie von Heinrich Hertz, siehe Kapitel 30, und Philipp Lennart, 1862 bis 1947, Nobelpreis 1905, begonnen wurden. Am Abend des 8. November 1895 schickte Konrad Röntgen Strom in seinem Laborraum in Würzburg, hier im Bild zu sehen, durch eine sogenannte Hittorf-Röhre. Das ist eine gasgefüllte Röhre, durch die Strom geleitet wird. Johann Wilhelm Hittorf, ein deutscher Physiker, 1824 bis 1914. Röntgen bemerkte, dass ein mit Barium-Platin-Cyanid beschichtetes Papier in einiger Entfernung von der Röhre zu leuchten begann. Konrad Röntgen folgerte, dass die lumineszierende Wirkung auf dem Papier durch unbekannte Strahlen aus der Kathodenstrahlröhre zustande kam. Schwarze Pappe hielt zwar das Licht der Röhre zurück, nicht aber die unbekannte Strahlung. In den folgenden Wochen aß und schlief Röntgen in seinem Labor und unternahm viele Experimente an verschiedenen Materialien. Hier ein Original-Röntgenbild von ihm selber von damals. Bei einem dieser Versuche sah Röntgen zum ersten Mal sein eigenes flackerndes Skelett auf dem mit Barium-Platinocyanid beschichteten Schirm. Er machte nun auch die ersten Röntgenaufnahmen von Menschen, darunter das ikonische Bild von der Hand seiner Ehefrau mit Ring. Siehe die vorangegangene Folie Nummer 17. Am 28. Dezember 1895 veröffentlichte Wilhelm Conrad Röntgen seine Originalarbeit über eine neue Art von Strahlen. Hier im Bild ist das Titelblatt zu sehen. Schnell folgten weitere wissenschaftliche Publikationen Anfang 1896 über zusätzliche Untersuchungen. Die Entdeckung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der gesamten Welt bei Wissenschaftlern und Laien. Die Apparatur wurde, ohne von Patentschutz behindert zu werden, überall nachgebaut. Bereits 1896 wurden die ersten Röntgenstationen an Kliniken in Würzburg, in Hamburg-Eppendorf sowie 1898 in Bremen eingerichtet. Die ersten Glasröhren für Wilhelm Conrad Röntgen wurden von Glashütten im nahegelegenen Thüringer Wald von erprobten Glasbläsern nach seinen Angaben hergestellt. Bis 1925 wurden hier noch Röntgenröhren in großer Zahl produziert. Jetzt scheint mir sinnvoll ein Exkurs über die Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit hohen Energien oberhalb von 100 Elektronenvolt und Wellenlängen unter etwa 10 Nanometer. In dem breiten elektromagnetischen Spektrum, das die Sonne abstrahlt, hier im Bild dargestellt,
liegt die Röntgenstrahlung oberhalb des ultravioletten Lichtes und unterhalb der Gammastrahlung, mit der sie sich aber überlappt. Zur Erläuterung, Gammastrahlen bestehen aus Photonen, die durch radioaktive Zerfälle entstehen, während Röntgenstrahlen aus der Geschwindigkeitsänderung geladener Teilchen herrühren. Die Röntgenstrahlung ist eine ionisierende Strahlung. Sie kann dadurch Veränderungen im lebenden Organismus und Schäden an der Erbsubstanz DNS, DNA, hervorrufen. Damit kann sie abhängig von der Dosis sogar Krebs verursachen, aber diesen auch heilen. Bald nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen zeigte sich auch ihr Januskopf. Berichte über Nebenwirkungen kamen auf und man begann, die ersten Strahlenschutzmaßnahmen zu entwickeln. Hier sind Beispiele im Bild zu sehen. Röntgenstrahlen schwärzen fotografische Filme direkt. Sie regen bestimmte Stoffe zur Lichtabgabe an, zur Fluoreszenz. Dadurch wurden sie auch entdeckt. Das nutzt man, um Röntgenfilme mit lichtempfindlichen, fluoreszierenden Folien zu kombinieren, hier im Bild zu sehen. So kommt man mit einer zehnfach geringeren Strahlendosis aus. Röntgenstrahlung entsteht ferner auch in zyklischen Teilchenbeschleunigern sowie unerwünscht als Bremsstrahlung in Elektronenmikroskopen und in Radaranlagen, hier im Bild noch bis in die 1980er Jahre. Im Falle einer mangelhaften Abschirmung wird das von der Bundeswehr sogar als Strahlenschaden anerkannt. Selbst die allerersten Farbfernsehgeräte der 1960er Jahre sandten noch Röntgenstrahlen aus. Röntgenstrahlung kann Materie durchdringen und wird je nach Stoffart unterschiedlich abgeschwächt. In der medizinischen Diagnostik wird ausgenutzt, dass das in den Knochen vorkommende Element Calcium eine deutlich höhere Ordnungszahl und damit eine höhere Dichte hat als die Elemente, aus denen die Weichengewebe bestehen. Hier in den Bildern bestehen Dichteunterschiede und damit auch Kontrastunterschiede zwischen dem Metall und den Knochen, sowie im Röntgenthoraxbild zwischen der normalen Lunge und dem dichteren Tumorgewebe. Das ist schon kein ganz kleiner Krebs mehr mit seiner dichteren Tumorzellmasse und im Röntgenbild sicher zu sehen. Die Erzeugung von Röntgenstrahlung geschieht durch zwei verschiedene Vorgänge. Erstens durch eine starke Geschwindigkeitsänderung geladener Teilchen, meistens durch Abbremsung oder Ablenkung von Elektronen. Die hierbei ausgesandte Strahlung ist die Bremsstrahlung mit einem kontinuierlichen Spektrum. Die Bremsstrahlung entsteht in Röntgenröhren dadurch, dass Elektronen beschleunigt oder abgebremst werden bei der Streuung in der Nähe der positiv geladenen Atomkerne der Anode, hier schematisch dargestellt. Die Elektronen werden also abgebremst, verlieren dadurch Energie und emittieren die Energiedifferenz in einem Röntgenquant. Anmerkung: Jede beschleunigte elektrische Ladung erzeugt elektromagnetische Strahlung. Das schließt auch negative Beschleunigung, also Abbremsung, ein. Hier im Schema sind Beispiele für sogenannte kontinuierliche Spektren aufgeführt, wie sie bei der Röntgenbremsstrahlung auftreten. Sie stammen allerdings aus einem anderen Zusammenhang. Sie sind Emissionsspektren von Schwarzkörpern. Die Wellenlänge und damit die Frequenz der Strahlung hängen von der Stärke der Beschleunigung der Elektronen ab. Das kontinuierliche Röntgenspektrum hängt also von der Beschleunigung des Kathodenstrahls ab, also von der Spannung zwischen der Kathode und Anode. Die Röhrenspannung bestimmt die Härte der Strahlung, also ihre Energie, und damit ihr Durchdringungsvermögen, zum Beispiel im Gewebe. Die Röntgenbremsstrahlung beträgt nur 1% der eingesetzten Energie. 99% der Kathodenstrahlenergie werden in Wärmeenergie beim Auftreffen auf den Anodenblock umgewandelt und müssen durch Kühlung abgeführt werden. Röntgenstrahlung kann auch in einer zweiten Weise entstehen. Diese zweite Form ist die sogenannte charakteristische oder diskrete
Das bedeutet bei den Mathematikern zählbare Strahlung. Bei der diskreten oder charakteristischen Röntgenstrahlung werden durch sehr energiereiche, anfliegende Elektronen andere Elektronen aus den inneren Schalen der Atome des Anodenmaterials herausgeschlagen, hier schematisch dargestellt. In diese Lücken springen Elektronen aus höheren Energieniveaus oder freie Elektronen. Dabei wird die Energie abgestrahlt und frei, welche der Differenz aus den Bindungsenergien der unteren und der oberen Schale entspricht. Die charakteristische Röntgenstrahlung erzeugt kein kontinuierliches Spektrum, sondern ein Linienspektrum, hier im Schema zu sehen, welches für die Atome des Anodenmaterials charakteristisch ist. Die charakteristische Röntgenstrahlung mit genau definierten Quantenenergien und Wellenlängen wird jedoch mit Ausnahme der Mammographie oder der Kristallanalyse nicht zur Bildgebung bei der Röntgendiagnostik benutzt. Noch ein weiterer kleiner Exkurs zur Röntgenröhre. Eine Röntgenröhre ist eine spezielle Elektronenröhre zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. Die frühesten Röntgenröhren bestanden aus teilevakuierten Glasgefäßen in länglicher Form, hier im Bild zu sehen. Heutige Hochleistungsröhren enthalten ein Vakuum und besitzen häufig, nicht immer, einen Metallmantel sowie eine Abschirmung der Röntgenstrahlung in unerwünschte Richtungen durch Blei. In der gewünschten Strahlungsrichtung befindet sich dagegen ein Austrittsfenster aus Glas oder Beryllium. Röntgenröhren enthalten Kathoden, also Elektroden mit einer angelegten negativen Spannung, aus denen durch Erwärmung Elektronen emittiert werden, hier schematisch dargestellt. Diese Elektronen werden in elektrischen Feldern mit einer angelegten Hochspannung von 25 bis 600 kV in Richtung der Anode beschleunigt und schlagen dort in das Anodenmaterial ein. Dabei erzeugen sie die Bremsstrahlung und die charakteristische Röntgenstrahlung sowie nebenbei noch eine sogenannte Übergangsstrahlung, die wir hier vernachlässigen. Erläuterungen zur Kathode einer Röntgenröhre. Die Kathode, hier in einer modernen Röntgenröhre aus meiner Praxis im Bild zu sehen, bestand am Anfang aus einer Glühwendel aus Wolframdraht. Sie wird durch Stromfluss bis auf 2000 Grad aufgeheizt, sodass es zu einer Glühemission von Elektronen aus dem Metall kommt. Die Elektronen bilden eine negativ geladene Elektronenwolke, die durch Anlegen einer positiven Spannung an der Anode auf diese hin beschleunigt werden kann. Auf der Anode sitzt der Fokus oder Brennfleck, in dem die Röntgenstrahlung erzeugt wird. Er sollte möglichst klein sein, um ein scharfes Bild zu erzeugen. Noch einige Erläuterungen jetzt zur Anode einer Röntgenröhre. Ursprünglich benutzte man feststehende Anoden, auf die die Elektronen auftreffen. Hierbei wurde das Anodenmaterial sehr rasch abgenutzt. Seit 1930 wurde von Ernst Pohl, einem deutschen medizintechnischen Erfinder, die Drehanode entwickelt. Hier ist das Schema einer solchen Drehanoden-Röntgenröhre im Bild zu sehen. Die Drehanode besteht aus einem Verbundteller mit einer Wolfram-Deckschicht und einer darunterliegenden wärmefesten Molybden-Legierung und rotiert mit bis zu 9000 Umdrehungen pro Minute. Die Elektronen treffen auf den Rand des Tellers auf und die Wärme aus dem Fokus, also dem Brennfleck, wird auf den Tellerrand verteilt. Diese Drehanoden haben eine viel längere Lebenszeit. 99% der aufgewendeten Energie werden dennoch in Wärme umgewandelt und daher muss der Anodenteller gekühlt werden. Und nun wieder zum Werk von Wilhelm Conrad Röntgen und dessen Auswirkungen. Angeregt durch Röntgens Versuche experimentierte der französische Physiker Antoine-Henri Becquerel 1852 bis 1908 mit lumineszenten Materialien und stieß dabei auf eine ganz neue Art von Strahlung, die Radioaktivität. Zusammen mit dem berühmten Forscher-Ehepaar Marie und Pierre Curie, hier im Bild zu sehen,
erhielt er dafür 1903 den Physiknobelpreis. Das wichtigste Anwendungsgebiet wurde in der Folgezeit die medizinische Diagnostik mit Röntgenstrahlen, seit den 1970er Jahren auch als Röntgencomputertomographie. Dabei werden nicht einzelne Strahlen, sondern breit gefächerte Röntgenstrahlenbündel von einem gegenüberliegenden Detektorkranz erfasst. Bei der Computertomographie entsteht durch die Rotation von Röntgenstrahler und Detektorkranz im Ringtunnel, hier im Video zu sehen, um den Patienten herum ein dreidimensionales Bild, das von Computern berechnet wird. Die Strahlenbelastung war bei den allerersten Röntgenaufnahmen gefährlich hoch, was man relativ schnell erkannte. Sie wurde im Laufe der Zeit immer geringer und die Aufnahmen wurden immer genauer. Heute nutzt die medizinische Bildgebung das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Strahlung, um die verschiedenen Fragestellungen bei unterschiedlichen Krankheiten besser beantworten zu können. Hier beispielhaft nebeneinander gestellt von links von der Magnetresonanztomographie, MRT-Kernspin, über die Infrarot-Wärmebilder und die Röntgen-Computertomographie bis hin zur Positronen-Emissionstomographie PET rechts. Jetzt zum Abschluss noch zu weiteren Verwendungen von Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlen werden auch im Mikrokosmos, also der Welt des Allerkleinsten, mit Röntgenmikroskopen eingesetzt und bei der Röntgenastronomie zur Erkundung von Strahlenquellen im Weltall. Hier ist ein wunderbares, zusammengesetztes Video des Krebsnebels, der ein Folgezustand der Supernova-Explosion von 1054 nach Christus ist. Fünf verschiedene Observatorien und Himmelsteleskope liefern Bilder des wild rotierenden zentralen Neutronensterns in verschiedenen Wellenlängen. Die Röntgenstrahlung ist dabei der violette Anteil. Röntgenstrahlen finden auch breite Verwendung in der Werkstoffprüfung zur Detektion von Fehlstellen und Brüchen. Hier ist ein Beispiel im Bild zu sehen. Röntgenstrahlen werden ebenso in der Archäologie und in der Biologie eingesetzt. Hier sehen wir zum Beispiel das Bild einer ägyptischen Katzenmumie bereits ein Jahr nach der Entdeckung der Strahlen. Sie finden ferner Verwendung bei zerstörungsfreien Untersuchungen von Gemälden und Kunstwerken. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Wilhelm Conrad Röntgen, erfinderisch und genial waren und das Leben von unzähligen Menschen gerettet haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.